Willkommen in Alaska, heute mit mir am Start, Jürgen. Wir spielen hier Fishing Planet und sind auf der Jagd nach einem Königslachs. Wir fischen hier mit einer FPS Fire X-Cast 290, 2,90 Meter Länge, Stärke extra schwer, Schnur 14 bis 28,5 Kilogramm, Action schnell, zwei Teile für Jungen 11. Das gibt's nur in einem Modpack zu kaufen, kostet 20 Euro diese Rute mit der Spule. Könnt ihr euch kaufen? Wir spielen mit einer sehr starken Rolle und mit einem Crankbait Gold 2 Meter. Und wir werfen mal aus. Was haben wir da? Wir haben jetzt 19:32 Uhr. Es ist sonnig, es ist schön, es hat 9 Grad. Buah. Gut, dann schauen wir mal. Da oben ist der Mond oder ist das die Sonne? Weiß ich nicht. Gut. Egal. Wir werfen jetzt einfach hier mal aus mit unserer Route. So. Und nehmen die übliche Spinning-Methode. Dann holen wir mal ein. Naja, unser Schwimmer sollte ungefähr in der Mitte liegen, der Crankbait, damit der Königslachs ihn schön sieht. Gucken wir mal, was passiert. Wir holen hier langsam ein. Wir verwenden die langsame Eindrill-Methode. Wir sind jetzt bei 19 Metern. Rechts unten seht ihr die Meteranzahl. Ah, das war ein Biss. Jetzt müssen wir schauen, dass wir wieder in die Mitte kommen. Ja, okay. Sind bei 13 Metern. Das können wir vergessen. Dann holen wir wieder die Route ein. So, gehen wir mal ein Stück weiter vor. Ich habe immer dieses Ziel, hier zwischen die zwei Laubbäume da zu werfen. Ich versuch's zumindest. Wenn ich einen 2,5 Crankbait hätte, wäre das etwas besser, weil der wird schneller nach unten gehen. Uah, so. Wir holen hier ganz langsam wieder ein. Da startet mal einmal ein Let's Play und dann beißt nix. Das ist ein Witz. Ja, das war dann schon der zweite Versuch, der in die Hose geht. Es ist sonnig, die Temperatur passt, 9 Grad, ist alles in Ordnung. Aber es will nichts beißen. Gut. Vielleicht ist die Stelle doch nicht so gut. Probieren wir mal hier weiter drüben. Gucken wir mal. So, der Crankbait muss wieder in die Mitte. Ja, aber nur ganz langsame Einholgeschwindigkeit. Den Königslachs könnt ihr fangen bei sonnigen Temperaturen. Von 5 bis 7 und von 19 bis 21 Uhr am Abend bei Sonne und bei Wolken eigentlich immer nur jedes einmal in der Stunde. Ich glaube von 10 bis 11 und von 18 bis 19 Uhr. Ah, jetzt habe ich einen. Ich habe einen Fisch an der Rute. Jawohl. Was wird es sein für einen Königslachs? Ist der ein bisschen zu schwach? Ich hoffe, ihr hört das Geräusch, wenn die Spule tickt. Ah, der kämpft ganz schön. Wir werden ihn dann mal ein bisschen. Ui, ja, okay, das könnte vielleicht sogar ein Königslachs sein. Wir sind jetzt bei 33 Metern. Ui, der kämpft ganz schön. Gut, wir stellen die Spule ein bisschen stärker ein. Das seht ihr unten rechts im Bildschirm. Der kämpft aber mit mir. 51 Metern. Puh, 52, oh je. Okay, das könnte ein einzigartiger sein, Leute. Wenn das ein einzigartiger ist, beende ich natürlich den Stream gleich, weil da muss ich erstmal feiern gehen und das dauert jetzt. Hier, der kämpft nämlich mit mir.
Wir haben ihn auf 48 Meter herinnen. Ich habe den Fisch noch nicht gesehen. Ah, da hinten hüpft er gerade. Oh, der kämpft ganz schön, die Angel wackelt. Jetzt ist er gesprungen, jetzt müssen wir schnell Schnur gut machen. Jawohl. 38. Auf 36, 35 Metern ist er herinnen. Ja. Ah, ich habe ihn gesehen. Es ist auf jeden Fall eine Lachsart. Oh, der kämpft. Ich überlege schon, ob ich die Spule noch fester mache. Jetzt sind wir bei 6. 6. Ah, jetzt kommt er, jetzt kommt er. Jetzt. Ah, ja. Jetzt hat er sich sein eigenes. Ja, jetzt ist er gleich da. Nein, die Spule brauche ich nicht mehr fester machen. Oh, man zieht er wieder raus. Oh, nö. Okay, gut. Wir müssen hier jetzt anders vorgehen. Wir werden hier die Spule jetzt doch noch einmal stärker stellen. Ich hoffe, die Schnur reißt mir dann nicht. Ja, habt ihr es gesehen, wie das nach oben geschossen ist? Okay. Puh. Circa 38 Meter ist der Fisch wieder draußen. Ja, der kämpft wie ein Großer. Also, puh. Schon lange nicht mehr so einen schönen Drill gehabt bei Fishing Planet. Ich empfehle euch dieses Spiel. Wenn ihr ein Angelspiel spielen wollt, spielt dieses Spiel. Es gibt sonst kein besseres. Ja. Angelspiel, Simulator, ja. So. Oh Mann. Jetzt zieht er wieder raus mit 37 Metern. Nochmal die Spule erhöhen. Kann mich den Fisch kosten, aber ich riskier's, da er jetzt gesprungen ist. Ja. Und wir sehen jetzt, wir sind im roten Bereich. Aber ich will den Fisch haben. Wir lassen ihn jetzt mal ein bisschen kämpfen. Ja, nach so einem Drill tut euch schon manchmal die Finger weh. Das kann ich euch glauben, sagen. Ja, wir sind im roten Bereich. Nicht gut. Sobald das rot wird da oben, muss ich die Spule wieder lockerer stellen. Weil sonst ist der Fische. Aber wir sind jetzt bei 15 Metern. 14. 13, 12, ja, jetzt, ja, ich sehe einen Fisch, es ist ein Königslachs. Ob es ein einziger ist, einzigartiger oder ein Trophäen, weiß ich noch nicht. Aber ich denke, es könnte ein einzigartiger sein, so wie der sich verhält. Und jetzt kommt er. Er kommt. Oh Mann, ja, der schaut gut aus, das könnte ein einzigartiger sein, Leute, und. Ja, super! Einzigartiger Königslachs. Schauen wir uns ihn mal an. Ein Wahnsinnsfisch. Ein Wahnsinnsfisch. Ein großer, schöner, einzigartiger Lachs. Super. Das ist natürlich Bombe. Super. Toll. Gut gemacht. Sehr gut. Gut, dann sage ich, wir beenden hier den Stream, weil wir haben eigentlich alles erreicht, was wir heute erreichen konnten. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und haut's rein, euer Jürgen.